Ja, ich wollte heute ein bisschen was erzählen über das CRISPR-Cas9-System, made in Braunschweig und ja, ist, wie die meisten Experten sagen, die Zukunft der Gentherapie. Ja, dazu erkläre ich gleich erstmal, was Gentherapie überhaupt ist, ganz kurz. Wie Gentherapie bis heute angewendet wird, wenn sie denn mal angewendet wird. Das ist immer so mit ein paar bürokratischen und anderen Dingen verbunden. Ja, und danach erzähle ich eben das, was das CRISPR-Cas9-System ist, also wo es ursprünglich herkommt, wer und wo es entwickelt wurde und ja, wie es eigentlich funktioniert. Ja, was ist Gentherapie? Einmal ist es, oder was der Hauptgrund ist, die vorteilhafte Veränderung des Phänotyps. Der Phänotyp ist sozusagen ja, das Resultat aus dem Genom. Also wie das Genom aufgebaut ist, ist der Genotyp. Und Phänotyp ist dann das, was man sieht. Also zum Beispiel die Haarfarbe ist ein Phänotyp. Ja, und es geht eben um die Veränderung des Phänotyps in Form einer Änderung oder Normalisierung von defektem genetischem Material, also einer Mutation, die zum Beispiel eine Krankheit auslöst. Und das tut man eben im Falle der Gentherapie nicht durch Bekämpfung der Symptome, sondern des Grundes. Man tauscht nämlich das defekte Gen im Optimalfall mit dem ja, intakten Gen aus, oder man fügt das intakte Gen noch zusätzlich hinzu, um eben diese Defizienz auszugleichen. Die erste Gentherapie, die auch so erfolgreich war, dass man davon weitergehend eben ja, weitere Forschung betreiben konnte, war die Gentherapie bei der Patientin Ashanti De Silva. Die lebt, soweit ich weiß, sogar noch, dank der Gentherapie, denn sie hat den schweren kombinierten Immundefekt. Der schaltet im Prinzip das gesamte B- und T-Lymphozytensystem aus. Also eigentlich sind alle Immunzellen, die irgendwie nützlich wären, nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Das heißt, wie es auch zum Beispiel bei AIDS zum Beispiel ist, man kann einfach an Erkältung sterben. So, und deswegen hat den Anfang ihres Lebens immer nur in so einem Sauerstoffzelt komplett abgeschottet von allem anderen verbracht. Aber die Gentherapie, die bei ihr angewendet wurde, funktionierte eben, man hat ihr die defekten Immunzellen entnommen, hat die mit dem ja, funktionierenden Gen ausgestattet und ihr wieder eingesetzt. Klar, die halten nicht besonders lange, die Immunzellen, deswegen muss das mehrmals im Jahr wiederholt werden. Das ist jetzt ein Positivbeispiel, dass es funktioniert, aber wie das so bei den meisten Dingen ist, hat auch die Gentherapie Nachteile. Einmal kann es natürlich sein, dass wenn man irgendwas verändert, was man nicht genau weiß, wie es verändert wurde, weil man die Position zum Beispiel nicht genau steuern kann, kann man zum Beispiel eine Immunreaktion auslösen. Also dass die Zellen, die dann verändert wurden, als fremd erkannt werden vom Körper und dann eben vom Immunsystem, sofern es denn funktioniert, attackiert werden. Es gibt den sogenannten Positionseffekt. Da ist die Position, wo man das Gen einbaut, relevant. Wenn man zum Beispiel nur eine ganz schwache Gendosis braucht für die Normalfunktion, man das aber aus Versehen in ein Gen macht, was ziemlich stark ist, dann wird halt die Gendosis so stark erhöht, dass man daran sterben kann. Gendosis kann man sich ganz einfach dadurch vorstellen, dass die Proteinkonzentration zum Beispiel sehr hoch geht, was auch der Grund ist, warum Frauen, die es ja eigentlich eine doppelte Chromosomendosis kriegen von den Geschlechtschromosomen, eins davon wird für immer ausgeschaltet, eben damit man an der Gendosis nicht stirbt. Ja, dann gibt es noch das Problem, was die meisten Leute ja fürchten, ist die Trennung von Soma- und Keimbahnzellen. Denn ob man nun die Körperzellen verändert, die der Mensch schon hat, ist die eine Sache und um den Menschen zu retten, ja auch sinnvoll. Aber wenn man dann eben die Spermien oder Eizellen verändert, dann kann diese Veränderung halt weitervererbt werden, was man nicht unbedingt in jedem Fall haben möchte. Ja, und das Letzte, was relativ wichtig ist, ist, dass die im Moment zumindest noch nur bei monogenetischen Krankheiten funktioniert. Also zum Beispiel Menschen, die genau ein Basenpaar in einem Gen ausgetauscht haben, die dann eine bestimmte Krankheit kriegen, davon gibt es eine ganze Menge. Die kannst du halt damit behandeln, weil du musst eben nur einen kleinen Teil austauschen. Wenn man eine komplexe Erkrankung hat wie Krebs, die an 10.000 verschiedenen Stellen, wenn möglich, irgendwie Ursachen haben kann, das kann man nicht ja, angehen, zumindest noch nicht. Ja,
wie sind so die bisherigen Gentherapiemethoden? Zunächst mal entscheidet man in vitro und in vivo. In vitro heißt, man macht die ganze Sache in der Petrischale. Das heißt, wie eben schon an dem Beispiel, man nimmt die Zellen, die man verändern will, macht dann im Reagenzglas oder in der Petrischale damit seinen wissenschaftlichen Hokuspokus und hat dann eben wieder funktionierende Zellen, die man zurück einbringen kann. Man kann sich vorstellen, das macht eigentlich nur Sinn bei Zellen, die auch, sag ich mal, mobil sind. Also wie zum Beispiel Blutzellen oder irgendwelche Zellen, die nicht im Körper verankert sind. Also irgendwie so ein ganzes Gehirn rausnehmen und daran was tun oder so, ist halt schlecht möglich. Und dann gibt es noch in vivo, was im Prinzip Viren machen. Sie gehen in den Wirt, bauen in alle Zellen, wo sie es können, ihre eigene DNA ein und verändern den dann im Wirt selber. Das ist, wie man sich vorstellen kann, natürlich noch mit mehr Risiken verbunden, weil man die Umgebung, in die man dann seine Gene reinwirft, die ist halt nicht kontrollierbar, weil da ist ein ganzer Körper, der vielleicht nicht überall verändert werden möchte. Ja, und die Methoden, die man heutzutage so verwendet, sind die Transduktion, das wäre das, was ich meinte, mit dem virusvermittelten Gentransfer. Also man baut sich selber einen künstlichen Virus, der nicht mehr gefährlich ist, sondern als einzige Aufgabe nur noch hat, sich durch den Körper zu verteilen und in möglichst viele Zellen dann das reparierte Gen einzubauen. Und dann gibt es noch Möglichkeiten wie die Transfektion, sowohl chemisch als auch physikalisch, die eher außerhalb des Körpers Sinn machen, wo man dann eben mit bestimmten Agenzien, wie zum Beispiel künstlicher Zellmembran oder eben ganz simpel mit einer Nadel, die DNA direkt irgendwie in die einzelnen Zellen reinbringen kann. Alle diese haben immer noch den großen Nachteil, dass es sehr schwer gerichtet angewendet werden kann. Also wenn man genau an einen Punkt des Genoms ein Gen austauschen möchte, ist immer noch mit sehr vielen Problemen verbunden. Ja, und da kommt jetzt das CRISPR-Cas9 System ins Spiel, das, wie gesagt, in Braunschweig erfunden wurde oder die Grundlagen dafür gelegt wurden. Der Zweck ist das sogenannte CRISPR-System, was ein Abwehrmechanismus gegen Viren oder Bakteriophagen in Bakterien Anwendung findet. Dieser Langname Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, der wird gleich noch ein bisschen klarer. Im Prinzip ist das eine Kassette aus sich wiederholenden Genabschnitten, in die man Genabschnitte von Viren reinstecken kann. Und dann baut man sich so eine Art Köder für spätere Virusinfektionen auf, die dann mit dem CRISPR-Cas9-System eben erkannt und ausgeschaltet werden können. Diese Cas-Proteine, also dieses Cas9 ist sozusagen die eigentliche aktive Komponente dieses Systems. Davon gibt es mehrere Typen in 40 verschiedenen Familien. Die ersten Typen schneiden doppelsträngige DNA, was für die Gentherapie beim Menschen natürlich sinnvoll ist. Und Typ 3, die einzelsträngige RNA binden und zerstören, ist eher dieser antivirale Teil, weil Viren halt häufig mal RNA injizieren in ihre Wirtszellen. Ja, entwickelt wurde das, wie gesagt, in Braunschweig am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung von Emmanuel Charpentier. Falls jemand sich das nachher nochmal angucken möchte, das Fettgedruckte in der Mitte ist der Name von dem Paper, publiziert im Science Magazine, falls jemand sich dafür die Details interessiert. Ja, und die Frau kann in wahrscheinlich sogar weniger als 10 Jahren mit einem Medizin-Nobelpreis rechnen. Warum genau, komme ich gleich nochmal drauf. Ja, Zielsetzung von dem CRISPR-Cas9-System ist das spezifische Ausschalten einer genetisch bedingten Krankheit, wie alle anderen Gentherapien natürlich auch, indem man die Mutationen, die dafür verantwortlich sind, rausschneidet aus dem Genom und durch die nicht mutierte korrekte DNA ersetzt. Als Beispiel habe ich jetzt mal die Krankheit Chorea Huntington ausgewählt, weil die so ähnlich ist wie auch das Thema meiner Bachelorarbeit. Ist eine der Polyglutamin-Erkrankungen, was im Prinzip nur bedeutet, man hat denselben genomischen Bereich, der normalerweise für nur 9 bis 35 Mal dieselbe Aminosäure hintereinander kodieren würde, der ist durch Fehler verlängert auf 36 mal 250 Kopien. Und wenn man sich überlegt, wenn man auf einmal 250 statt 35 Aminosäuren in einem Protein hat, dann verändert das die Proteinform
Und das sorgt dann für Neurodegeneration über die Zeit und so weiter. Ist im Moment unheilbar und wird dominant vererbt 50-50. Also man kann jetzt Pech haben, wenn einer der Elternteile die Krankheit hatte, hat man die zu 50% auch. Und man kann halt nur wissen, dass man sie hat. Man weiß nicht, wann die Krankheit auftritt. Und ja, man kann auch nur die Symptome lindern. Und in dem Fall wäre jetzt das Ausschneiden dieser überzähligen Glutamine eben ein Ziel dieser Gentherapie. Ja, wenn man so eine Gentherapie angeht, hat man zunächst mal neben dem Körper natürlich die kleinere Einheit ist die Zelle. Und da hat man dann so einen Zellkern drin und in dem Zellkern ist dann irgendwo die DNA, die man verändern will. In dem Zellkern hat man Chromosomen. Und nur auf einem einzigen ist das Gen, was man haben möchte. Also man geht noch eine Stufe tiefer. Auf so einem Chromosom, das ist dann so aufgewickelte DNA, möchte man auch genau nur an einen einzigen Teil drankommen. So, und da wird es dann halt schon richtig mikroskopisch klein. Die ist in so einem Faden auf dieses Chromosom aufgerollt und innerhalb dieses Fadens ist die DNA über solche Proteine gewickelt, um das ganz schön klein zu packen, damit es auch in diesen Zellkern reinpasst. Aber wenn man sich mal überlegt, man möchte genau an dieser Stelle im Zweifel ein einziges Basenpaar verändern, dann kann man sich vorstellen, da muss man schon einen ausgeklügelten ja, Positionierungsmechanismus haben, um da auch wirklich dran zu kommen. Genau, um jetzt, ups, nehmen wir mal an, das wären diese überzähligen Polyglutamine und wir möchten genau die rausschneiden. Und dazu benutzen wir das CRISPR-Cas9-System. Das funktioniert im Prinzip wie folgt. Ich habe jetzt leider keinen Laserpointer da, aber man kann sich so ein bisschen überlegen. Dass dieser blaue. Bitte? Ach ja. Kann man sie sehen? Ah, ja. Wir haben hier unsere genomische DNA und nehmen jetzt mal an, dass hier irgendwo in diesem Bereich unsere Mutation ist, die wir rausschneiden wollen. Und um diesen Schneidemechanismus, also diese Cas9-Nuklease, genau an diese Stelle zu bekommen, verfügt die über die sogenannte Single Guidance RNA. In dem Fall in der Therapie ist das ein chimäres RNA-Molekül, bestehend zu einem aus diesem aus einer so einer Ködersequenz, wo man durch Sequenzierung des Genoms herausgefunden hat, dass es genau dieser Teil vor dem Gen, was jetzt kaputt ist. So, und das benötigt dieses Protein sozusagen, um sich genau an diese Stelle anzudocken. Dieser Teil, der hier ist, der ist konserviert in der DNA, der formt sich selbst so, dass er sozusagen diese Guidance RNA in dieses Protein reinbinden kann. Also das ist nicht der Teil, den man verändern muss, sondern das ist dieser Teil hier, dieses Grüne, den man verändern muss, um es an die Stelle dran zu kriegen. Wenn man weiß, das ist genau da, dann muss man noch mit so ein paar Sachen mit einbrechen, wie es schneidet nicht genau dahinter, sondern hier ist dann noch so ein kleines weiteres Stück, aber das kann man ja alles, also das ist immer gleich lang. Deswegen kann man sich das gut mit einkalkulieren und dann weiß man genau, wenn man diesen Komplex hat, schneidet es genau hier drin. Wenn man das entsprechend sich designt durch DNA-Synthese oder so, kann man das ganz schnell sich so zusammenbasteln. Und im Prinzip ist dann nichts, muss man nichts anderes mehr tun, außer dieses DNA-Material, was für diesen Mechanismus kodiert, unspezifisch, also man braucht da nicht darauf achten, irgendwie nur bestimmte Zellen zu erwischen. Man haut es in jede Zelle mit viralen Methoden oder was auch immer man sonst hat rein. Man verändert im Prinzip alle Zellen genau an derselben Stelle und dann praktisch von jetzt auf gleich, über irgendwie wahrscheinlich ein paar Tage Wirkdauer, ist jede einzelne Zelle an dieser Stelle geschnitten. Jetzt sagt man sich, scheiße, jetzt ist mein Genom irgendwie zerschnitten. Das ist eigentlich kein Problem, weil sobald so ein Doppelstrangbruch passiert, macht der Körper das ganz einfach. Der nimmt sozusagen die offenen Enden. Also nehmen wir an, wir wollen einen Teil rausschneiden, also hier nochmal schneiden. Das heißt, wir packen das Ganze einfach zweimal mit zwei unterschiedlichen Ködern sozusagen da rein und schneiden ein gesamtes Stück raus. Und die Maschinerie, die in den Zellen schon vorhanden ist, die macht das ganz sinnvoll. Die nimmt sich einfach offene Stränge, die irgendwie überhängen, und hängt die wieder aneinander. Das funktioniert sehr gut. Da kann auch keine Fehler passieren. Und im Prinzip hat man dann etwas rausgeschnitten.
Wenn man natürlich sagt, was rausschneiden reicht nicht für meine Gentherapie, und das ist jetzt natürlich auch der Ansatz, den es für genetische Manipulationen aller Art nützlich macht, wenn man gleichzeitig auch noch eine DNA, die man reinbauen möchte, dazu gibt, die sich mit dem einen Ende so 30 Basenpaare überlappt und auf der anderen Seite, dann passiert eine Rekombination. Das ist auch das, was bei ja, bei der Paarung sozusagen die Informationen so ein bisschen durcheinander mischt, und man baut dann praktisch genau an der Stelle, statt dem, was man rausgeschnitten hat, eine andere DNA ein. Ja, und im Prinzip ist das dann schon fertig. Also dann wird sich sozusagen die ganze Proteinlevel und so weiter im Körper alle wieder auf, wenn die alten halt alle abgebaut werden zum Beispiel, wird dann halt nur das gesunde Protein gebildet, und dieser ganze ja, Phänotyp der Krankheit sozusagen bildet sich entweder zurück oder geht halt nicht weiter. Also wenn man Pech hat, ist die Krankheit dann schon zu weit fortgeschritten. Aber auf jeden Fall wird der weitere Krankheitsverlauf dadurch gestoppt. Und ja, diese spezielle Positionierung, die halt auf die Basenpaare genau das positionierbar macht, ist halt eben diese Revolution in der Gentechnologie, die dann Frau Charpentier wahrscheinlich den Nobelpreis einbringen wird. Ja. Kurze Frage dazu. Ja. Du hast jetzt gesagt, die innerhalb von so ein paar Tagen werden sozusagen die Zellen, die DNA an den Zellen umgeschrieben, oder? Genau, also je nachdem, welchen Vektor du verwendest. Also nehmen wir mal an, du benutzt irgendwie einen synthetischen Virus. Du musst den natürlich so designen, dass er in besonders effektiv funktioniert. Also weil du ja verhindern musst, dass er sich selbst repliziert aus Sicherheitsgründen, musst du den so designen, dass du die entsprechende Dosis, also wie viele Viren benutzt du, was sind die Fähigkeiten des Virus, um sich in alle Zellen einzubinden. Also er muss theoretisch an alle relevanten Zellen sozusagen binden können. Also wenn du zum Beispiel sagst, dass die Krankheit ist irrelevant, also das Protein ist irrelevant in 90% des Körpers, dann kannst du das natürlich auch so designen, dass der Virus nur an Gehirngewebe andocken kann. Aber bis dieses ganze sich im Körper verteilen und andocken und überall die DNA reinmachen, also sobald die DNA einmal im Zellkern ist, ist es im Prinzip sofort verändert, also das ist relativ schnell. Aber diese Verteilung des, ja, des Shuttles sozusagen, dieser DNA im Körper, ist der ja, Punkt, der die Zeit kostet. Also das geht auch direkt in den Zellen selber, das braucht nicht irgendwie noch Vermehrung von Zellen, dass es funktioniert? Nö, also ja. Also der aktuelle Stand des Körpers wird dann halt von jetzt auf gleich so komplett verändert, mehr oder weniger von jetzt auf gleich. Und klar, Zellen des Körpers teilen sich ja immer noch weiter, aber alle, die sich dann wieder teilen, haben dann ja schon das ja. gesunde Gen mit eingebaut. Ja. Du hast gesagt, man verschneidet die Gene. Ja. Einer Stelle durch. Die Information liegt ja in der Reihenfolge der Basen. Und jetzt sagst du, andererseits rekombiniert der Körper quasi freiliegende Enden, mehr oder weniger. Wie wird denn da sichergestellt, dass dann noch einmal X-Men entstehen? Einmal ist X-Men vollkommen unrealistisch. Aber falls du es nicht wusstest. Aber der Körper hat nicht ständig offene Enden rumfliegen. Also wenn es dann mal ein offenes Ende gibt, dann nur an der Stelle. Oder zumindest die Statistik ist, also 99,99999 sowieso Prozent. Also er packt einfach alles zusammen. Also das heißt, wenn ich, das ist so, als wenn ich so Fallsystem-Check mache und finde da irgendwie Dateireste und schmeiße die hintereinander und denke, das ist wieder das, so wie es vorher war. Genau. Aus dem Found. Ja, also wenn du halt ein Stück rausschneidest, ne? Das du jetzt komplett gar nicht haben willst, also dass du nicht veränderst, sondern dass du nicht haben willst, dann schwimmt das wahrscheinlich so frei von der DNA weg. Und kleine DNA-Moleküle haben selten eine Chance zu überleben, die werden halt sofort abgebaut. Und die restlichen Enden werden dann halt so zusammengehängt. Du hast natürlich schon recht, also grundsätzlich, wenn man mit DNA-Schneiden rumexperimentiert, muss man ja diesen Leserahmen, den die DNA hat, also immer drei Nukleotide ergeben ja eine Aminosäure. Und du kannst da nicht eine rausnehmen oder zutun, weil dann verschiebt sich dieses Dreiermuster ja einen nach hinten. Und da hast du einen Frameshift und dann funktioniert wahrscheinlich gar nichts mehr. Aber das kannst du halt alles vorher über die Länge, was du jetzt einbaust, wo du schneidest, kannst du diesen Leserahmen halt beibehalten. Aber der Körper merkt dann schon, dass, also er findet schon die beiden richtigen Enden von dem Stein. Genau. Okay. Einmal, weil die sowieso schon in räumlicher Nähe sind, also die driften nicht 10.000 Meter auseinander.
Aber durch dieses, was ich eben auch gezeigt habe, die DNA ist so aufgerollt und so weiter, ist die Dynamik der DNA-Bewegung relativ eingeschränkt. Okay. Und wenn du halt nur zwischen so zwei Kugeln was schneidest, dann wackeln die so ein bisschen hin und her, aber da sind halt nur zwei Enden. Dass dann das gerade rausgeschnittene Stück einfach direkt wieder dran gebaut wird. Genau, aber das wird dann halt nochmal geschnitten. Genau. Also das ist nicht einmal schneiden und vorbei. Über die Dosis, die man verwendet, also diese ganze Maschinerie wird ja auch mehrfach produziert dann in der Zelle und dann wird es halt geschnitten und sobald es halt erfolgreich so zusammengebastelt wird, ist es meistens so designt, dass dann an der Stelle nicht mehr geschnitten werden kann. Also erfolgreich geschnittene Bereiche sind dann sozusagen geschützt vor sinnlosem nochmal schneiden. Ja. Das Ding, was man da einschleust, war so ein chimäres RNA-Fragment, Genau, also das da? Also das hier? Also gut. Das heißt im Prinzip, dieser Teil, der hier vorhanden ist, den kennt man bereits aus Bakterien. Aus Bakterien stammt auch diese Cas9-Nuklease. Das ist im Prinzip der Teil, wo man weiß, der vermittelt, also das ist eigentlich ja im Prinzip RNA, also fast dasselbe wie DNA, aber durch die Eigenstruktur kann es sich so zu selbst zusammenlagern, zu einer ja, Struktur, deren Wechselwirkungen sie genau in diese Bindetasche reinpacken kann. Und dann nimmst du einfach, und also ich meine, du siehst ja, das ist gelb und das ist grün, das ist dann dieser Chimäre-Ansatz. Und den Teil kannst du dann, so viel du Bock hast, irgendwie verändern und dranhängen. Das war auch das, was ich eben meinte. Dieses CRISPR-Wiederholungsding ist im Prinzip genau dieser Teil. Der kommt in Bakterien ganz häufig vor. Und wenn Viren zerschnitten werden oder deren DNA-Material, kann das durch, die Mechanismen sind mir jetzt auch nicht genau bekannt, werden die halt hier dahinter gehängt. Und das heißt, die kriegt das Bakterium kriegt dann sozusagen einen so einen Komplex, der, wenn dieser Virus nochmal kommt, macht es genau das. Das bindet dann an die DNA, die der Virus nochmal versucht einzuschleusen und zerschneidet die dann. Oder bindet nur daran und schneidet nicht, aber verhindert halt, dass die DNA des Virus Schaden anrichten kann. Und du kannst sozusagen, du hast meinetwegen 1000 Kopien hiervon und du kannst dann in jede dieser Kopien deine Viren-DNA irgendwie einbauen, sodass du sozusagen für später speichern kannst, es gab mal ein Virus, der könnte nochmal wiederkommen, aber wir haben jetzt hier eine Einheit, die genau diesen Virus bekämpfen kann. Okay. Und das ist also so ein kompletter Protein-RNA-Verbund, der damit eingeschlossen wird. Also was du dann nachher einschleust, meinst du jetzt bei dem Virus oder in dem Therapieansatz? Also in dem Therapieansatz machst du ein paar Sachen. Zunächst, weil der Mensch keine Cas9-Nuklease hat, fügst du das Gen samt Promotoren, was man sonst noch braucht, um das Gen halt zu exprimieren, von der Cas9-Nuklease ein. Einmal das. Du brauchst ja das Schneide-Enzym-Komplex-Ding in deinen Zellen, um zu funktionieren. Und dann hast du noch auf der DNA eben dieses chimäre Stück, das dann halt auch in die Zellen rein muss, um sich dann mit der dort gebildeten Cas9-Nuklease zu verbinden und diesen Schneideeffekt durchführen zu können. Der Körper produziert dann Cas9 selbst? Ja. Genau. Allerdings nicht für immer, wenn du, das ist also kein stabiler Einbauansatz. Es gibt Ansätze, wo du halt DNA eben über Rekombinationsstellen und so weiter stabil ins Genom integrieren kannst, das ist aber hier kein Ansatz, weil wenn du Pech hast, setzt du nämlich sonst, wenn das funktionieren würde, wie du es jetzt gesagt hast, würdest du nämlich sozusagen dieses Genmaterial, was eigentlich zum Schutz gedacht war, in ein wichtiges Gen des Körpers halt einbauen und das funktioniert dann nicht mehr. Da würdest du ja mehr Schaden anrichten im Zweifel als Nutzen. Deswegen ist das nur so eine transiente Sache. Also das ist zeitlich begrenzt. Irgendwann wird diese DNA, die du eingebaut hast, halt auch abgebaut. Aber in der Zeit produziert die halt dann hoffentlich genug Cas9 und diese Guidance RNA und so weiter, um die Therapieansatz halt dann eben durchzuführen. Okay, noch eine Frage zur Zielfindung. Also, ja. Das findet den korrekten DNA-Strang, glaube ich, dass das dieser grüne Teil ist. Der genau. An der richtigen Stelle. Der ist jetzt beim Humangenom, glaube ich, so im Bereich 40, 50 Basenpaare lang. Und wenn du überlegst, jedes Basenpaar hat 4 verschiedene Möglichkeiten, also die 4 Basen.
Also ich weiß nicht, so als Informatiker kennt man sich dann wahrscheinlich so in Sachen Bit und so weiter aus, dass das zufällig nochmal vorkommt, also dass man irgendwie an zwei Stellen dieselbe Dingens hat, ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Bis unmöglich, weil man hat ja im Zweifel das Genom komplett sequenziert. Ja, also ich würde schon denken, dass bestimmte Ausschnitte der DNA auch an mehreren Stellen wieder... Genau, aber man wählt eins so lang, dass in der Länge das nur noch einmal vorkommen kann. Okay. Und das kann auch nicht so irgendwie, ja, das kann so halb binden oder so. Die Struktur dieser Cas9-Nuklease erfordert ist, dass es zur kompletten Bindung kommt. Also da kann kein irgendwie negativer Effekt für so ein bisschen gebunden oder so, funktioniert da nicht.